Arbeitsheft, Thema Tangente Normale. Also Aufgabe 1, würde ich euch mal ein bisschen hier durchhelfen. Wir haben gegeben, eine Parabel nach unten geöffnet. Genau, könnt ihr euch ja vorstellen, im Koordinatensystem. Und wir sollen an der Stelle u gleich minus 2 die Gleichung der Tangente berechnen. Ne? Also die Gleichung der berührenden Gerade an der Stelle u gleich minus 2. Okay, was brauchen wir denn da? Wir möchten die Gleichung von der Gerade aufstellen. Was wir da brauchen, ist zunächst mal ein Punkt. Durch welchen Punkt soll sie denn durch? Dazu rechnen wir doch einfach mal den Kurvenpunkt aus. U minus 2, setzen wir mal minus 2 ein. 3 mal minus 2, minus 2 mal minus 2 im Quadrat, gibt minus 14. Also diese Parabel geht durch den Punkt minus 2 strich minus 14. An dieser Stelle soll unsere Tangente berühren. Also jetzt haben wir schon mal einen Punkt. Wir möchten eine Gerade aufstellen. Was brauchen wir noch? Entweder noch ein zweiter Punkt oder eine Steigung. Zweiter Punkt haben wir nicht, aber die Steigung können wir berechnen. Die Tangente ist ja, hat ja die Eigenschaft, dass sie an der Berührstelle die gleiche Steigung hat wie die Kurve. Und die Steigung der Kurve können wir berechnen. Also, leiten wir ab. Ableitung von 3x ist 3. Ableitung von minus 2x² ist minus 4x. So, jetzt haben wir die Ableitungsfunktion. Wir möchten berechnen, welche Steigung die Kurve an der Stelle minus 2 hat. Deswegen setzen wir minus 2 ein. 3 minus 4 mal minus 2 gibt 11. Also an der Stelle geht die Kurve steil nach oben und unsere Tangente hat auch die gleiche Steigung, nämlich 11. So, und jetzt sind wir zurück in der Realschule sozusagen. Jetzt haben wir y gleich m mal x plus b. Wir setzen einmal für m direkt die 11 ein. Und jetzt unseren ausgerechneten Kurvenpunkt, minus 2 strich minus 14, das ist der hier, minus 14 für y, minus 2 für x und dann wird gerechnet, es gibt hier minus 22, bringen wir rüber, b gleich 8. Und so kommt man auf die Gleichung der Tangente. Okay, dann könnt ihr das hier genauso tun. Wir reden noch drüber, Gleichung der Normalen. Begriff sollte euch aus dem Unterricht bekannt sein, eine Normale ist ganz ähnlich wie eine Tangente, eine Gerade, die an der Stelle mit der Kurve ein gemeinsamer Punkt hat, aber eben nicht die Kurve berührt, sondern die Kurve senkrecht schneidet oder auch die Tangente senkrecht schneidet. Okay, so, wie geht man da vor? Jetzt haben wir diesmal eine dritten Grades und die berührt oder die Stelle soll ist bei minus 1. So, jetzt gehen wir so vor, dass man wieder, ganz ähnlich wie bei der Tangente, erstmal diesen entscheidenden Punkt ausrechnen, diesen Kurvenpunkt. Wir setzen die minus 1 ein. Minus 1 hoch 3 minus minus 1 Quadrat gibt minus 2. Also es geht wohl um den Punkt minus 1 strich minus 2. Genauso wie oben. Und jetzt geht es auch genauso weiter. Wir berechnen wieder die Ableitungsfunktion. 3x Quadrat minus 2x. Und jetzt setzen wir immer noch analog zu oben. Wir setzen sogar noch die minus 1 ein, um die Kurvensteigung an der Stelle minus 1 zu bekommen. Also minus 1 setze ich hier ein für x. Ja, 3 mal minus 1 im Quadrat, minus 2 mal minus 1 gibt 5. Das heißt, die Kurve oder die Tangente hat hier die Steigung 5. Und jetzt kommt aber der Unterschied. Ich möchte ja nicht die Tangente ausrechnen, ich möchte eben die Normale ausrechnen. Und meine Normale steht senkrecht zur Tangente. Und wenn ihr senkrecht hört, zwei senkrechte Geraden, sollt ihr euch wieder in den Sinn kommen, dass die Steigungen dann negative Kehrwerte voneinander sind. Ja, also eine Gerade mit Steigung 5 und eine Gerade mit Steigung minus 1 Fünftel stehen senkrecht aufeinander. So, und jetzt haben wir endlich die Steigung, also diese ganze Zeile hatte das Ziel, diese Steigung von der Normalen zu berechnen. So, und jetzt können wir aber loslegen, setzen wir die normalen Steigung ein. Wir setzen wieder die Koordinaten von unserem Kurvenpunkt ein, kommen auf den Achsenabschnitt und haben es. Okay, also im Prinzip eigentlich ganz ähnlich wie oben, nur diese Rechnung hier ist dann etwas anders. Okay, so, hier müsst ihr paar Falschaussagen machen. Hier geht es um Berühren, das hat auch sowas in Richtung von Tangente, ne? Was heißt denn, wir müssen schauen, ob die sich hier berühren, die zwei. Was heißt berühren? Berühren, eine Tangente berührt zum Beispiel eine Kurve. Warum? Weil sie einen gemeinsamen Punkt haben. Und weil die Steigungen gleich sind. Ja? Das heißt, ihr müsstet hier untersuchen bei den beiden Kurven,
ob die einen gemeinsamen Punkt haben und ob an der gemeinsamen Punkt auch noch die Steigung gleich ist. Wenn ja, ist ein Berührpunkt und wenn nicht, dann eben nicht. Okay, auf der letzten Seite, das bekommt ihr dann auch so hin. Hier seht ihr schon, das ist die normale, da braucht ihr bestimmt diese Bedingung mit dem negativen Kehrwert. Okay, viel Erfolg bei den Aufgaben.